Glücklicherweise können wir die Projektwoche so gestalten, wie wir wollen. Ich schlage vor, wir lockern das Ganze ein bisschen auf. Hat irgendjemand was dagegen? Nee. Sehr gut. Was ist denn die Grundvoraussetzung für ein autokratisches System? Dennis? Eine Ideologie. Ja, was noch? Kontrolle. Überwachung. Ihr denkt mir schon ein bisschen zu weit. Unzufriedenheit. Interessant. Aber was ich meine ist, was hat jede Diktatur? Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ein Führer, Mann. Ein Führer? Ja, Führer ist jetzt ein bisschen vorbelastet. Aber jede Diktatur hat eine zentrale Leitfigur. Spielen wir das Ganze mal durch. Also wer könnte das hier bei uns sein? Als Lehrer du natürlich. Ich? Klar, wer denn sonst? Na, ich dachte, irgendjemand von euch möchte vielleicht mal den Ton angeben. Ich mach das. Ich werde euer Führer. Vergiss es. Rainer, mach du das. Okay, also stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass ich während der Projektwoche eure Leitfigur bin? Und was soll das bringen? Jetzt warte doch erst mal ab. Oder anders gefragt, wer ist dagegen? Gegenstimmen? Enthaltung? Gut. Hi, Rainer! So eine Leitfigur verdient natürlich auch Respekt. Deswegen möchte ich, dass er mich während der gesamten Zeit mit Herr Wenger anspricht. Hey, wir haben doch gerade eben abgestimmt, oder? Was willst denn du von mir, Ossi? Jetzt mach halt mit. Von dir lass ich mir gar nichts sagen. Biatsch. Pass auf, was du sagst, du Ossi. Jetzt seid bitte ruhig. Kommt, nimm mal alle Sachen von euren Tischen. Alles. Und ab jetzt redet nur noch derjenige, dem ich das Wort erteile. Jawohl, Herr Wenger. Habe ich dir das Wort erteilt? Nein. Und noch was. Jeder, der redet, muss dabei auch noch aufstehen. Gehst du nicht etwas weit? Mona? Gehst du nicht etwas zu weit? Herr Wenger? Spürst du was? Was? Spontanes Aufstehen bringt den Kreislauf in Schwung. Ihr kennt das doch, wenn der Puls so abfällt. Aber wenn ihr aufsteht, dann seid ihr nicht so müde und viel konzentrierter. Du kannst dich wieder hinsetzen. Marco, ich weiß, dass du müde bist vom Training. Aber setz dich mal gerade hin. Streck mal die Wirbelsäule durch. Stell mal die Füße parallel und atme mal ganz tief ein. Merkst du was? Ja. Marco? Ja, Herr Wenger, ich bekomme besser Luft. Genau. Du bekommst besser Luft. Dann machen wir das doch jetzt mal alle. Also alle aufstehen bitte. Zusammen aufstehen, komm. Was geht jetzt? Und tief durchatmen. Komm, steht auf, alle. Einatmen. Und ausatmen. Aber was ist mit euch? Kein Bock. Dann musst du gehen. Hä? Ich zwinge niemanden. Das gilt übrigens für alle. Das Ganze hier ist freiwillig. Jetzt wird doch mal cool, Rainer. Herr Wenger. Kevin, das ist ganz einfach. Entweder du machst mit oder du gehst. Also? Kommt, Männer. Ist mir zu crank hier. Kommen Sie nach. Bomber.